Die Einrichtung und Konfiguration des Vodafone B3500 LTE-Routers erfolgt in der Webbenutzeroberfläche über den PC oder Mac. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr den WLAN-Netzwerkschlüssel oder auch Wi-Fi-Key genannt ändern könnt und somit die Sicherheit eures Netzwerks erhöht. Wir empfehlen euch dabei, den Router mit dem Netzwerkkabel an den PC anzuschließen. Öffnet dann einen Webbrowser und gebt in die Adresszeile folgende Adresse ein: http://vodafonemobile.cpe oder 192.168.8.1. Bestätigt eure Eingabe am Ende mit Enter. Gebt jetzt das Passwort des Routers in das Anmeldefenster ein und klickt danach auf Anmelden. Das notwendige Passwort findet ihr auf dem Produktetikett an der Unterseite des Routers. Wenn ihr euch im Routermenü in den Einstellungen befindet, wählt ihr auf der linken Seite den Punkt WLAN aus und klickt dort auf den Unterpunkt Grundeinstellungen. Löscht jetzt unter WPA-Schlüssel den ursprünglichen WLAN-Netzwerkschlüssel und tragt euren gewünschten neuen und sicheren Wi-Fi-Key ein. Wenn ihr auf Passwort anzeigen klickt, könnt ihr euch zur Kontrolle noch einmal eure Eingabe anzeigen lassen. Bestätigt danach eure Eingabe mit Übernehmen. Daraufhin wird eure aktuelle WLAN-Verbindung automatisch getrennt. Um euren PC erneut mit dem WLAN zu verbinden, wählt ihr dazu aus der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke euer WLAN-Funknetz aus. Gebt danach den von euch neu festgelegten WLAN-Netzwerkschlüssel ein und klickt abschließend auf Verbinden. Die Verbindung zum Internet wird nun wieder aufgebaut. Viel Spaß beim Surfen mit eurem Vodafone B3500 LTE-Router wünscht euch Vodafone.